herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe Porsche-Freunde, ich habe hier heute schon wieder einen modernen Porsche im Angebot und zwar mit einer unglaublich coolen Farbe. Also beziehungsweise die Farbe ist gar nicht so cool, weil der Wagen ist eigentlich schwarz, aber der Eigentümer hat den doppelt foliert. Das heißt, er ist in Kreide foliert und dann nochmal mit einer Mattfolie überzogen. Also, und ist natürlich top gemacht. Ja, sieht super aus. Also, das, hier steht 991.2 Targa 4S in matter Kreidefarbe. Folie. Oder ziemlich hübsch. Ziemlich hübsch, finde ich. Ziemlich hübsch, oder? Ich habe den auch gesehen. Ich dachte, wow, was ist denn das? Bis ich dann gesehen habe, das ist Folie. Okay, dann wusste ich, man hat halt die schöne Option. Man kann ihn entweder so weiterfahren in Kreide oder man sagt, ich mach's weg und habe mich schwarzen. Ja, ist auch schön. Aber das ist schon echt stimmig. Hier steht, also Baujahr 16, ich erzähle mal ein paar Fakten von dem Auto. Baujahr 16, 23.500 Kilometer. Der hat Porsche Approved Garantie noch bis 10.25. Ist natürlich Checkheft gepflegt, das Auto dritter Hand. Jetzt habe ich hier irgendwie noch ein Wort stehen, aber kann ich nicht mit anfangen. Bekannt, das heißt, alles bekannt, keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe. Also er ist auf jeden Fall dritte Hand, alles und alles belegt wahrscheinlich, so soll das sein. Kreide matt foliert, habe ich auch gesagt. Er ist achtfach bereift, guck mal, da sind die Winterreifen. Also hier habe ich die mal kurz rausgeholt. So schaut sie aus, die Winter- und Top-Reifen. Ne? Guck mal hier, die sind noch richtig aus, also wir sind jetzt 22. Woche 17, aber im Top-Zustand und so müssen sie aussehen. Das sind die Sommerreifen, die jetzt drauf sind. Die sieht natürlich schöner aus, die Felge. Und naja, was hat er noch? Sportabgasanlage hat er. Neuer PSZ-Service hat er gerade gekriegt. Steht in den Unterlagen. Und der Wagen ist natürlich unfallfrei, logisch. So, und jetzt gucken wir uns das Auto an, weil das sieht wirklich schön. Ich habe hier noch so eine Mappe noch mit Unterlagen dazu. Also das ist schon was richtig Hübsches und Tolles. Du hältst schon rauf. Ja, man erkennt es nicht so richtig, wie geil das aussieht in echt. Echte? Sag mal, ich komme mal hinter die Kamera, ich guck mal. Ja, ja. Es sieht einfach nur weiß, es ist nicht so, kommt nicht so rüber. Ne? Nee, also, muss man natürlich wirklich, den muss man live sehen, den Wagen, wirklich. Das ist so, da sieht es eher so weiß, wie dreckiges Weiß aus. Ne? Ja. So, aber er ist halt, ja, wie soll ich sagen, so matt, cool. Also es ist schon, und das ist natürlich top gemacht. Ja. Und dann mit diesem schwarzen Dach und das Fenster und die, also das ist eine runde, stimmige Sache hier, das Auto, echt. Und tja, so steht er jetzt hier. Ne? Die Felgen finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Die gefallen mir ganz gut zu dem Auto. Ich habe da hinten einen GT3 RS stehen, 992. Der hat so, das ist ein Weisach-Paket und so ein Mega-Auto. Kann ich auch verkaufen, falls jemand Interesse hat. Muss man dabei herkommen, den inseriere ich noch nicht. 22 Kilometer, nicht 22.000, sondern 22 Kilometer. Der hat so blaue Felgen, das ist irgendwie auch ganz schräg. Hätte ich anders gemacht, aber gut. Ah, herrlich. Ein schöner 4S, steht gar nicht drauf, Understatement. Also ist aber ein 4S, 420 PS. Und ich muss das jetzt nicht... Nee, das brauche ich nicht. Man sieht sowieso nichts. Das ist totaler Schwachsinn. Die Scheibe ist halt auch ein bisschen abgedunkelt. Also das sieht total edel aus, finde ich, mit dem Pass zu dem Dach tatsächlich auch. Und kann man aber auch wieder entfernen, wenn man es nicht möchte. Ne? Also das Auto hat nichts. Ja? Der sieht hier wirklich, der steht hier wie eine 1. Ich gucke mal vorne rein nochmal. Mal sehen, wie der vorne drin aussieht. Und dann... Targa 4S. Habe ich gerade gehabt, habe ich gerade verkauft. Jetzt steht der nächste hier. Wahnsinn, ne? Guck mal, so muss es aussehen. Also schwarze, da sieht man, dass er schwarz ist, ja. Und Folie entfernt kostet, glaube ich, nicht mal 1.000 Euro. Habe ich nicht drauf lassen. Habe ich letztens mal, ja, kostet wahnsinnig viel, wenn du es drauf machst. Aber wenn du es runter machst, ist es gar nicht so teuer. Viele denken, so runter kostet auch wahnsinnig viel Geld. Habe ich letztens machen lassen bei einem Auto, war gar nicht teuer. Kann man die nicht selber runterknibbeln? Nee, das würde ich nicht machen, ey, das ist mir zu. Schön mit so. Wenn du eine Weile hast, kannst du ja vorbeikommen und mach die Folie ab. Nee, also auf gar keinen Fall. Ja, schön. Ich mache jetzt mal das Dach auf, weil das ganz cool aussieht, wenn man das mit einem Targa macht. Da geht ja hier das ganze Heck, fährt ja nach hinten. So, das machen wir jetzt mal kurz hier. Wir brauchen ihn noch nicht mal anschmeißen.
Es geht natürlich bei den modernen Autos hier tatsächlich immer, immer ganz still und leise und cool. Aber vor allen Dingen ist ja dann, es ist dann einfach weg, weißt du? Das finde ich so, jetzt klappt das Ding wieder dicht hier und dann siehst du nichts mehr davon. Das war's. Hier mit der windabweisenden Spoilerlippe. So, ich steige nochmal aus, damit wir mal sehen können, wie der von innen aussieht. Also das Auto, klar, ich meine 23.000 Kilometer, was soll man jetzt erwarten? Da erwartet man nicht, dass es hier ein runtergerocktes Auto ist. Das sieht aus wie neu, ja. Der Wagen ist wie, also klar, hier beim Einstieg, aber das ist, ach, das ist gar nichts, ja. Das ist alles so, selbst da ist, ist alles in Ordnung. Hier die Mittelkonsole, alles picobello. Solche Autos sieht man bei Wetzel Automobile im YouTube-Kanal. Also gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, freuen wir uns immer. Und man kriegt dann solche Autos ein bisschen früher. Und wenn man solche Autos noch in der Garage hat, mich gerne anrufen. Wir werden wahnsinnig viele Autos gerade angeboten. Ich kann gar nicht alle kaufen und annehmen. Also sorry, wenn ich einige nicht kaufe. Ich kaufe natürlich nur, wenn der Preis für mich total stimmt. Und Kundenauftrag machen wir natürlich auch immer gerne. Also wer da Lust zu hat, kann sich immer gerne bei uns melden und uns alles anbieten. Freuen wir uns auf jeden Fall. Instagram sind wir auch unterwegs. Und ja, so läuft's. Ich würde sagen, Thomas, ich gucke noch mal kurz hier das Checkheft an. Das können wir ja mal eben hier machen. Hier, Klappenauspuff hat er übrigens auch, ne? Habe ich noch gar nicht gesagt. Ganz coole. Gut, was ich übrigens richtig cool finde an Porsche, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Da gibt es echt noch Scheckhefte, ne? Auch bei den neuen Autos. Bei, du hast ja bei ganz vielen anderen Marken nur noch elektronisch. Und das ist irgendwie schade, finde ich, weil man kann gar nicht mehr zeigen, weißt du, was geleistet wurde. Man muss sich dann da einloggen und dann, ne? Also das ist eine komische. Ach, jetzt weiß ich, jetzt pass auf, jetzt komme ich. Ich habe doch vorhin zu Anfang gesagt. Bekannt. Bekannt. Mhm. Hm? Ja. Habe ich doch tatsächlich gesagt, ne? Hast du bekannt. Und jetzt gucke ich hier rein und jetzt sehe ich, kenne lustigerweise den Erstbesitzer. Das ist ein Kunde von mir und nicht nur ein Kunde, den kenne ich schon super lange. Und da haben wir noch beide nicht, waren wir beide noch nicht in der Lage, Porsche zu fahren. Und jetzt hat er ein paar und ich habe auch eins. Also, naja, also nicht so wie er, aber ein bisschen habe ich auch. Und den zweiten kenne ich auch. Jetzt lachst du, ne? Ja. Und du mich auch schon so lange kennst. Also hier, der ist witzig, der Peter. Lustige Geschichte. Also hier natürlich, also alles, ne, in, ausgeliefert in Hamburg, in Lübeck tatsächlich. Porsche Zentrum Lübeck, da stand er wahrscheinlich und hat dann, und dann hat er natürlich hier seine Einträge, ne, wie sich das gehört. Ich habe keine Brille auf, ich kann das irgendwie so 18, 20, jetzt gucken wir mal, 20, und 22. 16.03.22. Also man könnte jetzt nochmal eine Inspektion machen. Aber was will der, glaube ich, nochmal machen, bevor der ausgeliefert wird? Irgendwie sowas war das. Deswegen habe ich mir das auch eingetragen, der jetzige Eigentümer. Stimmt, wir würden dann nochmal einen Termin machen. Wenn, je nach Verhandlung. Also man kann jetzt entweder mit mir so verhandeln, dass man sagt, okay, ich nehme ihn so, wie er ist und mache das selber. Oder ich mache es halt, nimm den Wagen mit neuem Service. Das ist eine Sache, die müssen wir besprechen. Jetzt würde ich sagen, müssen wir eine Runde fahren. Mhm. Wir haben tolles Wetter draußen. Es ist ziemlich kalt, aber schön. Und jetzt fahren wir einmal über unseren Hof hier, hören uns mal an, wie der Sportauspuff klingt und rocken das Ding. Ja? Das machen wir. Auf geht's. So schon gut, obwohl noch gar nicht der Sportauspuff an ist. Aber da muss er sowieso ein bisschen wärmer zu werden und dann gehört man ihm das richtig. Ja. So, dann drehen wir mal eine Runde. PDK, so jetzt den Sportauspuff anmachen. Und dann hört man so ein bisschen, was der zu bieten hat hier, der Gute.
immer so witzig, bei den Autos, die bei mir stehen, weiß ich immer, dass die Sitzverstellung funktioniert, weil meine Mitarbeiter sind so klein und wenn, also klingt auch doof, dass sie so klein sind, aber der Sitz ist immer so weit vorne und ich habe so lange Beine, sagen wir es andersrum, ich habe so lange Beine und muss dann immer die Sitze wieder verstellen, aber gut, okay. Ist irgendwie auch egal, oder? Ich glaube nicht, dass das jemand interessiert, aber es ist, ich muss immer schmunzeln, wenn ich mich reinsetze. Ich muss immer wieder alles nach hinten verstellen. So, Thomas, da bist du wieder. Hallo. Ja, also, ich würde vorschlagen, wenn man sowas sucht, gerne vorbeikommen. Auto steht hier bei uns, wird im Kundenauftrag verkauft und wartet auf eine neue Garage, neuen Eigentümer. Tolles Auto. Ich finde ja Targa ganz schön, tatsächlich. Die modernen, die alten knatschen mir zu doll, aber man ist nicht ganz so der Öffentlichkeit ausgesetzt und hat trotzdem Luft und Himmel über sich und alles gut. Also ich freue mich auf den Besuch und ich freue mich auf eine Probefahrt mit dem Auto und dem neuen Interessenten. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt und wünsche eine schöne Woche, schönes Wochenende. Den kommt ja am Freitag raus, das Video hier. Und ich bestelle schöne Grüße. Nach Münster, habe ich gesagt. Ne? Münster, genau. Nach Münster bestelle ich. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wetzel Automobile. Tschüss.